Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben wieder 14 Uhr und senden live aus Bielefeld. Und heute dreht sich alles um das Thema Stadtsinn. Wir haben viele Überraschungen mitgebracht. Patricia und ich haben diese Woche fleißig vieles ausgetestet. Es gibt die eine und andere neue Bastelidee. Nicht nur zum Thema Stanzen, sondern viele, viele weitere neue Sensationen, würde ich sagen. Ja, und wir haben auch für alle, die jetzt noch keine Weihnachtsgeschenke haben, ganz, ganz viele Ideen, die ihr noch verschenken könnt. Das stimmt. Übrigens haben wir ja letzte Woche schon angekündigt, diese Woche gibt es eine neue Bastelidee mit Weihnachtskugeln, die gar nicht weihnachtlich ist. Die zeigen wir euch am Ende der Sendung, also seid gespannt. Und ich kann schon mal verraten, heute regnet es Geschenke von uns, denn es gibt unglaubliche Angebote, wie zum Beispiel, schaut mal, unsere Diamond Painting Adventskalender, die wir heute und morgen reduziert haben und das mit 50% Rabatt. Und da habt ihr drei unterschiedliche Kalender, die ihr euch raussuchen könnt. Und ich würde vorschlagen, wir gucken die uns als erstes, so starten wir am besten direkt die Show, genauer an, welche drei Kalender da mit dabei sind. Also ihr habt drei unterschiedliche Designs, die ihr zu euch nach Hause bestellen könnt. Wie gesagt, jeweils mit 50% Rabatt. Und das Besondere hier ist, ihr habt unterschiedliche Motive, ihr habt diesen tollen Holzständer, wo ihr die einzelnen Kärtchen für den jeweiligen Monat einsetzen könnt. Und natürlich liefert Ideen mit Herz keinen langweiligen Kalender, der nur für 2024 ist, sondern auch für 2025. Das bedeutet, ihr könnt diesen Diamond Painting Kalender für 2 Jahre benutzen. Dafür habt ihr hier diesen Bereich, der mit einer Trennfläche ausgestattet ist, wo ihr das einfach abnehmen könnt und dann habt ihr schon direkt Januar 2024 und 2025. Und Patricia blättert schon mal durch das erste Design so ein bisschen durch, dass ihr sehen könnt, was für tolle Motive mit dabei sind. Und wir haben ja schon viel über diese Kalender gesprochen, was man damit alles machen kann. Also man kann natürlich im Nachgang, man hat ja für 24 und 25 die ganzen Bilder und man kann jetzt hier zum Beispiel den Igel für den Oktober jetzt zum Beispiel, wenn 25 auch das Jahr 25 rum ist, könnte man sich natürlich den Igel ausschneiden, auf Grußkarten geben und alles. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Ideen, wie ihr das noch weiter gestalten könnt. Also da ist nicht nur für das Diamond Painting Herz frohlockt da, sondern natürlich auch der Bastler, der da ganz viel am Legen ist. Und wir haben pro Motiv über 180 Beutel mit Stein, also pro Kalender. Also da ist auch eine Hülle an Stein nochmal mit dabei, die ihr dann weitergestalten könnt. Das stimmt. Also ihr könnt entweder die Kalender so verschenken und der Verschenkte setzt die Diamond Painting Steine selber auf. Ihr könnt die Diamond Painting Steine selber aufsetzen und verschenkt das Ganze dann. Oder ihr macht euch selber auch mal ein Geschenk und habt dann diesen Diamond Painting Kalender für zu Hause und habt Spaß beim Legen, beim Verwenden. Und wenn die 2 Jahre um sind, könnt ihr sogar mit den Karten, weil die eine richtig tolle Grammatur haben, die haben ja eine Stärke von 800 Gramm, könnt ihr natürlich damit Grußkarten gestalten, Boxen versehen, Geschenkboxen, Taschen und vieles mehr. Also wirklich vielfältig, was dieser Kalender mit sich bringt. Die drei Designs, die wir euch jetzt gezeigt haben, wie gesagt, mit jeweils 50% Rabatt. Und damit starten wir unsere Show. Also ein Geschenk, was man sich selber machen kann, Freunden, Verwandten, Bekannten. Ich glaube, das ist richtig super, dass man damit auch noch mal so ein bisschen Freude verschenken kann. Es geht aber gleich auch weiter. Wir haben natürlich viele, viele weitere sensationelle Angebote vorbereitet. Alle, die jetzt vielleicht neu zugeschaltet haben und die Show gar nicht so kennen, das ist Patricia, das ist meine Bastelfee an meiner Seite. Wir zeigen euch gleich tolle Bastelideen. Mein Name ist Silvana und wir haben halt Aktionen, die es Montag und Dienstag unter www.ideenmitherz.de gibt. Und ihr könnt uns natürlich auch erreichen, denn wir haben auch eine Hotline für euch, wo wir euch gerne weiterhelfen. Wir gucken jetzt einmal gemeinsam gleich uns die Muster an. Ja. Davor haben wir aber noch ein paar Aufgaben, wie zum Beispiel, wer heute bei uns im Shop reingeschaut hat, hat sich vielleicht schon das Adventskalendertürchen angeguckt. Da gibt es natürlich jeden Tag immer eine Überraschung. Da könnt ihr bei uns auf der Startseite ist das Bild mit dem Adventskalender draufklicken, das richtige Türchen raussuchen. Heute ist der 11. und dann findet ihr eine tolle Rabattaktion, die nur an diesem Tag gültig ist. Und das Besondere ist, wenn ihr euch diesen
Artikel sichert in eurem Warenkorb, bekommt ihr eure Versandkosten gestrichen. Das bedeutet, ihr habt keine Versandkosten mehr zu zahlen und das für Deutschland und für Österreich. Also viel Spaß da, schaut einfach mal rein. Und letzte Woche haben wir es ja so gemacht, dass wir es schon so ein bisschen verraten haben, was es am nächsten Tag gibt. Einfach mal so als Belohnung, dass wir hier untereinander nochmal gemütlich sprechen. Und da kann ich den Tipp geben, also unbedingt morgen noch mal reingucken. Da gibt's was ganz Tolles. Ich kann nur sagen, Akkugerät plus Batterien, die man aufladen kann. Etwas, was alle Bastler brauchen, oder? Ja, definitiv. Weil wir immer wieder Batterien überall benutzen. Und dann hat man nicht mehr dieses, oh nein, ich habe keine Batterien mehr, sondern kann die immer wieder aufladen. Und Sarah hat mir noch den Tipp gegeben, das ist ein super Geschenk, auch für Männer. Weil für Männer sucht man ja immer Geschenke. Und ist immer am Überlegen, was kann ich eigentlich dem Mann schenken, dem Schwager, dem Papa. Und das ist eigentlich richtig toll, weil Batterien braucht jeder, nicht nur wir Bastler. Das stimmt. Und gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Das stimmt. Also es ist ein tolles Geschenk. Schaut da gerne nochmal rein. Morgen und natürlich heute auch. Da gibt es nämlich Stanzbogen, mit denen ihr ganz tolle Sachen gestalten könnt. Nicht nur jetzt für die Weihnachtszeit, sondern auch für Silvester. Also da lohnt sich der Blick auch nochmal in den Adventskalender. Und natürlich spart man nicht nur bei der Aktion, dass der Artikel günstiger geworden ist, sondern sogar die Versandkosten. Dann haben wir noch ein Gewinnspiel, was wir jede Woche haben, oder? Genau, deswegen teilt wieder fleißig dieses Video und dann werden wir am Ende der Sendung wieder einen glücklichen Gewinner oder eine glückliche Gewinnerin auslosen. Mhm. Dieses Mal gibt es wieder ein prall gefülltes Überraschungspaket zum Thema Stanzschablonen. Das stimmt, also freut euch drauf und wir gucken jetzt gemeinsam nochmal, was ihr uns Besonderes zugeschickt habt, denn da kommen auch wieder richtig tolle Bastelarbeiten, die wir uns jetzt einmal genau angucken können. Genau, die liebe Ines hat uns ganz, ganz viele Stecksterne gemacht. Sieht richtig, richtig klasse aus. Mhm. Also echt klasse, auch die Farbwahl, super schön. Und dann hat uns die Renate ganz, ganz viele Grußkarten gestaltet, rund ums Thema Weihnachten mit den neuen Eulen. Also sieht auch richtig klasse aus. Oh, das macht ja richtig Spaß. Und hier nochmal mit den Magic Medaillons gearbeitet. Ja, richtig schöne Winterlandschaften. Mhm. Also Karin ist da auch immer ganz vorne mit dabei am Basteln. Das stimmt. Also vielen lieben Dank für die tollen Bastelarbeiten, die ihr uns zuschickt. Da können wir uns immer austauschen, können auch mal reingucken, was bei euch so passiert. Und uns inspirieren lassen und euch auch inspirieren lassen, ne? Dadurch, dass wir uns das Ganze angucken. Wir werden jetzt direkt durchstarten. Also schickt uns gerne Bilder an facebook@ideenmitherz.de und vielleicht sehen wir dann montags auch mal eure Bastelarbeit hier gemeinsam an. Wie gesagt, es dreht sich heute um das Thema Stanzen. Übrigens haben wir heute auch wieder unseren Super Sale dabei. Freut euch da auf eine tolle, flotte Runde, wo es wieder besondere Angebote gibt zu unglaublichen Preisen. Aber jetzt geht's erstmal los mit dem Stanzen. Und natürlich darf bei einer Show, wo es um Stanzen und Prägen geht, die Präge- und Stanzmaschine Papus nicht fehlen. Und da gibt's auch ein sensationelles Angebot. Die ist nämlich heute und morgen reduziert auf 45 €. Und das Besondere ist, ihr habt hier einmal die Maschine plus die Platten dabei. Das sind insgesamt 4 Platten, wo ihr prägen und stanzen könnt. Und falls ihr sagt, ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert, haben wir noch mal eine Anleitung in der Verpackung dabei. Da steht zum Beispiel, welche Platten wir benötigen, wenn wir stanzen oder auch prägen. Aber wir haben auch noch mal alles Wichtige bei uns im Shop vermerkt. Also hier auch noch mal den Tipp. Da könnt ihr natürlich auch super tolle Geschenke mitzaubern. Die Papus zu verschenken wäre natürlich optimal. Und alle, die sagen, ich brauche nicht nur die Stanzmaschine, sondern auch die Platten, können wir hier nochmal ein bisschen reingucken. Denn wir haben euch extra für die Papus die Ersatzplatten reduziert. Und da gibt es 2 unterschiedliche Möglichkeiten. Einmal alle 4 Platten, womit ihr natürlich stanzen und prägen könnt. Die 4 Platten bestehen immer aus A, B, B und A. Wie genau ihr das benutzt, können wir uns vielleicht gleich angucken. Ja. Oder aber auch, ihr könnt euch das immer wieder durchlesen in der Anleitung. Da ist das super beschrieben. Und alle, die sagen, ich brauche eigentlich noch mal Ersatzplatten zum Prägen, gibt es das auch noch mal. Denn die 2B-Platten sind auch reduziert. Ihr könnt euch das dann sichern. Die Artikelnummern sind jetzt eingeblendet. Übrigens gibt es auf alle Ersatzplatten, die wir gleich vorstellen, 50% Rabatt.
Wir haben ja gesagt, heute wird es wirklich Geschenke regnen. Und da ja die Papus eigentlich nur eine A5-Maschine ist und wir ja auch öfter längere Platten oder größere Stanzschablonen haben, haben wir euch natürlich auch die langen Platten noch mit dazu gepackt, damit ihr auch natürlich A4-Stanzschablonen, die jetzt auch von der Länge her super schön eigentlich nur für A4-Maschinen gehen, haben wir euch natürlich hier auch die Stanzplatten noch reduziert. Genau, also davor war es ja so, dass man diese größeren Stanzschablonen immer nur mit der Stanz 4 stanzen konnte. Und durch diese Platten schafft ihr natürlich diese Verlängerung und könnt größere Schablonen auch damit ausstanzen. Da gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten. Entweder alle vier Platten sind reduziert als Ersatzplatten oder ihr habt auch noch mal die Möglichkeit zum Prägen die 2B-Platten mit 50% zu bekommen. Wir haben aber nicht nur unsere Papus heute reduziert, die es für 45 Euro gibt, sondern ein super duper Angebot plus ein tolles Geschenk. Und ich betone heute, glaube ich, öfters Geschenk, weil die Weihnachtszeit rückt immer näher und man ist jetzt natürlich immer wieder am Überlegen, was verschenke ich. Ich möchte auch ein bisschen kreativere, verschiedene Geschenke gestalten. Und da, glaube ich, Patricia, da kann man echt zugreifen für 125 Euro die elektrische Präge- und Stanzmaschine. Genau, ich habe sie hier schon ein bisschen gekippt. Die ist natürlich wesentlich schwerer nochmal wie unsere Papus, wie die kleine Schwester daneben dran. wir haben hier drei Tasten nochmal, die zum einen zum Anmachen sind, aber natürlich auch zum Durchkurbeln. Es ist auch hier einmal natürlich wieder eine Anleitung mit dabei, wo nochmal ganz genau beschrieben ist, wie es ist. Aber es steht bei uns auch alles im Shop. Plus natürlich hier die Platten kommen auch nochmal mit dazu. Mhm. Hier gibt es einen Unterschied zur Papus, weil wir haben hier nochmal eine Magnetplatte nochmal mit dazu. Genau. Also da haben wir diese fünf Platten einmal. Das sind einmal die beiden Basisplatten für oben und unten. Dann haben wir eine Ausgleichsplatte, das ist diese weiße, die Metallplatte und natürlich die Magnetplatte, damit unsere Stanzschablonen nicht mehr verrutschen. Und auch hier gibt es wieder eine Möglichkeit, die beiden Kunststoffplatten nochmal separat dazu zu kaufen, weil es passiert des Öfteren mal, gerade durch den Druck, den natürlich die elektrische hat, dass diese Platten mit der Zeit sich leicht wölben. Deswegen kann man die natürlich irgendwann nochmal austauschen. Da ein Tipp von mir nochmal, solltet ihr nach jedem Stanzvorgang am besten die Kunststoffplatten hier einmal drehen, das heißt einfach einmal umdrehen, dann verhindert ihr auf lange Sicht einfach nochmal, dass sich die mit der Zeit durch den Druck verbiegen. Das ist natürlich auf beide Maschinen, könnt ihr das machen, weil auch da mit dem Druck durch die Walzen kann es halt einfach sein, dass die so leicht sich wölben. Also heute die tollen Präge- und Stanzmaschine reduziert, entweder die elektrische, wo ihr euch das Kurbeln natürlich erleichtert, oder aber auch unsere Papus, die super beliebt ist, die man natürlich auch immerhin mitnehmen kann, wenn man sich zum Beispiel zusammen zum Basteln trifft. Genau, und auch natürlich die Stanzfee hat hier auch nochmal den Griff, den man jetzt hier in dem Fall hochklappen kann, auch hier mal zum A nach B tragen. Das stimmt. Also falls ihr schon die Stanzmaschinen habt, dann könnt ihr euch natürlich mit den Ersatzplatten heute und morgen ausstatten. Das Angebot gilt ja für 2 Tage. Und falls ihr sagt, oh, ich wollte schon immer mal jemandem diese Maschine schenken, ist vielleicht heute genau der richtige Tag. Dann geht's gleich weiter. Ich habe jetzt schon in den Kommentaren gelesen, dass viele gefragt haben, was ist zum Beispiel der Unterschied zum Prägen und Stanzen. Dazu kommen wir gleich. Wie benutze ich das Ganze? Ich habe auch gelesen, dass einige sich nicht trauen zu stanzen. Und dafür sind wir ja heute da und gucken uns das ganz genau nochmal an. Aber eine wichtige Sache fehlt natürlich, wenn wir prägen oder auch stanzen möchten. Ja. Vor allem Stanzen, und das sind unsere Stanzschablonen. Denn die sind heute und morgen auch nochmal reduziert mit 50%. Und da haben wir euch insgesamt 20 verschiedene weihnachtliche Stanzschablonen ausgesucht. Ja. Und ich würde vorschlagen, wir gucken gleich einmal gemeinsam bei uns im Shop, welche das sind. Da haben wir uns echt mühsam ausgesucht, dass man die teilweise rund ums Jahr verwenden kann oder aber auch, wenn man möchte, für die Weihnachtszeit. Zeit, ne? Das ist wirklich super. Da werden ganz besondere Bastelideen entstehen. Und hier sehen wir jetzt nochmal die Stanzschablonen, die reduziert sind. Zum Beispiel unsere Riesensets mit für 25 Euro, wo ihr zum Beispiel 24 Stanzschablonen zum Thema Sterne habt, sind heute und morgen mit 50% Rabatt versehen. Aber auch viele verschiedene Motive.
die ihr jetzt finden könnt. Und ich glaube, da werden viele interessante Sachen dabei sein, wo ihr sagt, ah, das kann ich auch rund ums Jahr verwenden oder das brauche ich vielleicht nächstes Jahr, wenn ich damit arbeiten möchte. Wir sehen jetzt teilweise auch Häuser, viele Tannen, die wir nicht nur für Weihnachten benutzen können. Ihr könnt die zum Beispiel auch benutzen, um tolle Walddekoration oder Waldszenen nachzustellen. Viele Hirsche, Rehe, das passt ja super. Boxen sind dabei. Wir haben Einstecktaschen. Und da kann ich nur den Tipp geben, da die sind super beliebt, weil ihr natürlich jetzt Geldgeschenke, Gutscheine und Kleinigkeiten, wie zum Beispiel auch Tee und vieles mehr, damit super einpacken könnt. Also es ist eine Möglichkeit, um zu zeigen, wie das Ganze benutzt werden kann. Also die ausgewählten Standschablonen heute und morgen mit 50% Rabatt. Falls ihr vielleicht schon die Stanzmaschine verschenkt, könnt ihr ja die ein oder andere Stanzschablone schon dazu tun. Das wäre dann ja auch nochmal eine schöne Ergänzung. Ja. Könnte man aber auch verschenken, finde ich. Kann man auch verschenken. Vor allen Dingen diese Stanzschablonen, die sind ja auch wirklich, die leben ja mit einem mit, weil es sind Metallschablonen und die gehen auch nicht kaputt. Sollten die irgendwann von der Schneidkraft hier ein bisschen nachlassen, einfach Alufolie zwei, dreimal zusammenschlagen und dann durchkurbeln und dann schärft man natürlich auch die Messer wieder. Ja. Wir gucken uns jetzt einmal gemeinsam an, wie das Ganze funktioniert. Und eigentlich hatten wir ja vor, dass wir mit der Stanzfee einmal ausstanzen. Ich würde dich aber bitten, und deswegen laufe ich hier mal hinten rum, dass man bei jeder Stanzmaschine einmal ganz kurz erklärt, liebe Patricia, wie man genau stanzt und wie man prägt. Genau, ich werde jetzt hier einmal kurz mein Papier im Hintergrund, weil das ist nämlich noch nicht vorbereitet, einmal kurz einmal teilen. Wird wieder spontan. Wird wieder sehr intuitiv das Ganze. So, dann stecke ich mal die Stanzfee mal nochmal aus und tue die mal ein bisschen auf die Seite, weil dann gehen wir nämlich erst einmal auf die Pappos ein. Ihr könnt die natürlich, je nachdem, wie ihr das, ob ihr Linkshänder seid oder Rechtshänder seid, also ich bin jetzt Rechtshänder, deswegen habe ich die Kurbel auf der rechten Seite, aber natürlich auch für Linkshänder super geeignet, dann nehmt die Kurbel einfach auf die andere Seite. Mhm. Also das ist für beide Seiten, ist das super gängig. So, hier ist es wichtig, dass ihr natürlich ein A5-Papier nehmt. Ich habe das jetzt hier einmal auseinandergeruppt, weil ich jetzt hier nur ein A4-Papier hatte. Und dann habt ihr hier die Platten. Ich würde sagen, wir switchen vielleicht einmal nach oben, dann kann ich euch das mit den Platten besser zeigen. Da können wir uns vielleicht auch mal dem Thema widmen, was ist Prägen, was ist Stanzen und was brauche ich wann? Genau, also was ihr immer braucht, also egal was ihr tut, was ihr immer braucht, ist einmal die Grundplatte A. Egal ob ihr prägt oder ob ihr stanzt, das braucht ihr immer. Und dann braucht ihr auch immer die Platte C. Das heißt, das legt ihr euch schon mal so drauf. Also ihr habt immer A und C. Und dann bleiben euch jetzt die beiden B-Platten über. Nee, falsch rum. Das braucht ihr immer. Ich bin jetzt gerade auch irgendwie verwirrt gerade. Entschuldigung. Immer die Platte A und die Platte B. Jetzt passt es nämlich. Deswegen haben wir zwei Platten. Und überbleiben muss euch immer entweder die C oder die B. So, jetzt ist es richtig. Ich hatte gerade einen Denkfehler im Kopf. Wenn wir mal so machen, dann sehen wir sogar einmal die zwei Platten. So, und jetzt kommt es drauf an, möchte ich jetzt stanzen oder möchte ich prägen? Möchte ich prägen, nehme ich die zweite B-Platte übereinander, weil die Prägefolder sind dicker. Wenn ihr euch das Ganze hier mal im Vergleich anguckt, seht ihr nämlich schon, dass die A-Platten, die B-Platten viel, viel dünner sind wie die C-Platten. Das heißt, ich brauche natürlich für zum Prägen einen wesentlich weniger Abstand wie jetzt für Stanzen mit meinen dünnen Metallplatten. Das heißt, das wäre jetzt eure Kombi, wenn ihr prägen möchtet. Ja. Das heißt, hier dazwischen. Übrigens auch nochmal in der Anleitung. Ich demonstriere es jetzt mal mit der Anleitung. Würde jetzt euer Prägefolder kommen und dann einmal die B-Platte. Das wäre jetzt euer Schritt zum Prägen. Dadurch, dass wir jetzt stanzen, legen wir die B-Platte einmal auf die Seite. Wir haben jetzt A, wir haben B. So, jetzt kommt einmal das Papier drauf. Oh, Entschuldigung. So, ich schiebe es gleich zusammen, nur dass ihr es seht. Dann kommt einmal die Standschablone. Bei so breiten Standschablonen müsst ihr natürlich gucken, dass ihr euch hier nichts abschneidet. Jawohl. Und dann würde jetzt die C-Platte einmal drüber kommen. Das natürlich so, dass alles übereinander liegt. So, das heißt, ich arrangiere mir das jetzt einmal hier drauf. So, und jetzt würde ich einmal meine Pappos nehmen. Das ist ja total spontan jetzt. So, ich mache es jetzt so, dass ich die immer so weit hier reinschiebe, bis mir die Kurbel so ein bisschen entgegenkommt. Im Daumen halte ich es fest und dann fange ich an zu kurbeln. Oben habe ich den Griff zum Festhalten und wenn wir jetzt einmal auf die vordere Kamera switchen,
dann sehen wir nämlich schon, wie das Ganze vorne einmal rauskommt. So, ich lese hier mal so ein bisschen nochmal vor. Wie legt man die Standschablonen? Also die Standschablone, die Messer müssen immer Richtung Papier gucken. Genau. Das hat Patricia jetzt ja auch gemacht. Mhm. Das bedeutet, die Schablone muss immer Richtung Papier gucken, damit es auch ausgestanzt werden kann. Denn diese kleinen Messer, die ja da sind, schneiden das sozusagen dann aus. So, und jetzt habe ich das Ganze hier einmal, wir switchen vielleicht einmal wieder die Kamera, dann kann ich euch das nämlich wieder zeigen von oben. Mhm. Ich habe es immer so gemacht, dass ich einmal nach vorne kurbel und auch einmal zurück. Das hat einfach den Hintergrund, umso dicker euer Papier ist, umso eher geht es dann, dass es ein bisschen mehr Druck braucht. Und jetzt kann ich hier ganz leicht die einzelnen Elemente hier einmal rauslösen. Mhm. So sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Und dann kann ich hier einfach mit einer Prickelnadel hierher gehen und löse das hier alles einmal aus. Das wäre jetzt das Ganze mit der Pappus gewesen. Gucken wir uns die Stanzfee an. Und hier sieht man wirklich, wie spontan das Ganze jetzt genau. ist. Wir haben zum Beispiel zum Prägen die Prägefolder nicht da, weil wir ja eigentlich geplant hatten, dass wir nur einmal mit der Stanzfee zeigen, wie damit gestanzt wird. Ja. Deswegen könnt ihr bei uns im Shop natürlich reingucken. Mach mal so, dann seht ihr nämlich auch noch die ganzen Leuchten hier mit den Tasten. Ich habe nämlich hier einmal in der Mitte ist der An- und Ausschalter. Ich habe jetzt hier einmal die Run-Taste zum Stanzen und die Reverse-Taste, damit sollte mal irgendwas sein, ihr das Ganze auch wieder zurückholen könnt. Mhm. So, das ist jetzt einmal unsere Stanzplatte. So, und hier mache ich es jetzt genauso. Das heißt, ich habe einmal die unterste Platte, die bleibt immer. Wichtig dabei ist noch zu sagen, dass überall eine Folie drauf. Zieht die Folie, bevor ihr stanzt, einmal ab. So, dann habe ich jetzt hier einmal die weiße Kunststoffplatte, dann würde die Metallplatte kommen und darauf einmal die Magnetplatte. Die Metallplatte hält uns praktisch die Magnetplatte fest. So, und jetzt kommt einmal meine Stanzschablone drauf, die zieht sich jetzt hier einmal so richtig schön an. Dieses Mal mache ich so, dass die Messer mich angucken, also nicht verkehrt rumlegen, sonst stanzt ihr einmal die Magnetplatte durch. Also die Messer müssen euch angucken. Papier einmal wieder drauf und jetzt kommt unsere zweite Kunststoffplatte hier einmal oben drüber. Jetzt mache ich so, dass ich reinschiebe, bis ich Widerstand spüre und dann drücke ich auf die Run-Taste. Und schön hört man es, sie kurbelt jetzt ganz normal, also sie stanzt vollautomatisch hier das Ganze einmal durch. Passiert das Ganze ja automatisch, man muss nicht wirklich viel machen. Das Ganze, was ihr jetzt scheppern gehört habt, das ist tatsächlich der Stanzvorgang. Das ist ganz normal, ihr braucht euch da nicht erschrecken. Und die Maschine, ihr habt es jetzt auch gerade gehört, geht von alleine auch wieder aus. So, und jetzt ist es hier genauso. Wir können wieder einmal die Kamera switchen. So, ich sehe jetzt hier auch einmal. Meistens zieht sich das hier so ein bisschen an meiner oberen Platte hier einmal an. Mhm. Und hier fällt mir jetzt tatsächlich schon alles einmal raus. Davon. Und jetzt seht ihr, dass der Tannenbaum super schön ausgestanzt ist und die einzelnen Elemente, die hier jetzt noch drin sind, könnt ihr jetzt auch hier einfach nochmal rauslösen. Jetzt kommen wir natürlich weiter zu den Ideen. Also das war jetzt erstmal erklärt, wie benutze ich die elektrische Stanzmaschine, wie benutze ich die Kurbelmaschine zum Stanzen und zum Prägen. Falls ihr prägen möchtet, wir haben heute keine Prägeschablone im Angebot, aber die könnt ihr bei uns im Shop natürlich finden, falls da Interesse ist. Da gibt es ganz tolle Möglichkeiten, das Papier zu prägen, wenn man zum Beispiel auch Grußkarten und vieles oder Boxen damit versehen möchte. Also ganz besondere Designs, die ihr natürlich euch sichern könnt. Wir zeigen jetzt aber im Weiteren, was wir nochmal machen mit den Stanzschablonen, wenn wir das ausgestanzt haben. Also der nächste Schritt nach dem Stanzen. Kurzer Hinweis noch, das habe ich gerade vergessen zu sagen. Wenn ihr mit der Stanzfee prägen wollt, müsst ihr mal gucken, welche Prägefolder ihr habt. Ich mache es immer so, dass ich die Magnetplatte und die Metallplatte rausnehme. Ja. Ihr müsst mal gucken, sollte es euch noch nicht von der Decke hier noch nicht reichen, dass es nicht geprägt hat, dann lasst nur die Magnetplatte draußen. Da müsst ihr mal gucken, welche Dicke ihr an Prägefoldern habt. Vielleicht nochmal so als Tipp. Ja, ich finde das immer super, dass man nochmal solche Tipps mitgeben kann. Und keine Sorge, ihr könnt euch das Video immer wieder nochmal angucken, wo Patricia das ganz genau erklärt. Und zu Hause habt ihr dann, wenn ihr euch die Stanzmaschinen bestellt, immer die Bedienungsanleitung mit dabei, wodurch ihr das immer durchlesen könnt. Ne? Manchmal hat man das dann länger nicht gemacht, dann vergisst man, wie muss ich nochmal prägen, wie muss ich nochmal stanzen, welche Platte jetzt. Und da könnt ihr euch das immer durchlesen. Und jetzt freue ich mich auf den nächsten
nächsten Schritt quasi, wenn man gestanzt hat, was man dann weitermacht. Denn wir können ja nicht nur Kartenaufleger zaubern oder tolle Elemente damit stanzen, wir können sogar schöne 3D-Objekte damit gestalten. Wir haben zum Beispiel eine unserer Stanzschablonen heute reduziert, wo man eine tolle 3D-Tanne zaubern kann. Genau. Und die erklärst du uns jetzt. Die hast du gerade auch hier ausgestanzt. Genau, wir haben die nämlich gerade einmal ausgestanzt. Und das Tolle bei den Tannen ist, wir haben hier auch gleichzeitig eine kleine Prägung hier nochmal mit dabei, die uns das Ganze schon mal vornutet. Ich würde euch als Tipp immer nochmal geben, legt euch ein Lineal an und nutet das nochmal nach. Mhm. Und dann könnt ihr auf zwei Versionen diese Tanne einmal nacharbeiten. Oh ja, das gucken wir. Wir haben uns das jetzt hier einmal schon mal vorbereitet, das Ganze. Zweimal braucht ihr diese Tanne. Wir sagen, wir switchen jetzt einmal wieder die Kamera. Und zwar sehen wir jetzt hier einmal, wie das Ganze schon mal genutet ist. Und jetzt habe ich mir hier einfach Sticky Tape einmal dran gegeben. Mhm. Und ich habe hier, ich zeige euch das hier noch mal ein bisschen näher, hier jetzt so einen Steg. Und diesen Steg setze ich jetzt mit meinem Sticky Tape einmal hier so zusammen. Und da braucht ihr die Tanne auch nur zweimal ausstanzen. Wichtig ist hierbei, dass ihr das Ganze natürlich mit durchgefärbtem Papier, und dann seht ihr hier schon, meine Tanne kann ich jetzt hier aufstellen. Das wäre jetzt zum Beispiel die erste Version, wie ich das hier einmal aufstellen kann. Ich habe aber noch eine zweite Version vorbereitet, deswegen würde ich die jetzt mal hier so nach vorne stellen und würde sagen, wir switchen nochmal die Kamera. Ich hole mir nämlich mein Köpfchen hier einmal rein. Und habe das Ganze tatsächlich viermal ausgekurbelt. Und dann bin ich nicht an den beiden Nutungen entlang gegangen, sondern habe die Tanne einfach in der Mitte einmal geknickt und habe sie so einmal zusammengesetzt. Jetzt brauchen wir einmal einen Wabenabroller. Und das Tolle ist beim Wabenabroller, dass er viele kleine Waben hat. Und dann kann ich das Ganze dann hier so übereinander setzen. Dadurch, dass die ja gegengleich sind. Danke, Silvana. So kann ich das hier jetzt schon einmal zusammen. Jetzt habe ich zwei Elemente schon mal zusammengesetzt. Das mache ich jetzt hier mit dem hier auch nochmal. Was ich so klasse finde, teilweise, wir haben zum Beispiel auch Geschenkboxen oder andere Windlichter heute reduziert als Standschablone. Auf der Rückseite der Verpackung der Standschablone steht zum Beispiel, wie ihr die Boxen zusammenfaltet. Also da ist auch nochmal eine kleine, kurze Anleitung, wie das Ganze gemacht wird oder auch beim Windlicht, wie das funktioniert. Das heißt, für jede Standschablone gibt es dann nochmal eine kleine Erklärung. So. Ich finde auch super, dass nicht nur auf den Standschablonen gestanzt wird, sondern auch, wie du es eben erwähnt hast, geprägt wird. Genau, das ist eben das Tolle, dass wir zum Teil auch so Kombischablonen haben, dass wir sowohl prägen als auch stanzen mit einzelnen Schablonen machen. Und dadurch, dass die Tanne, das sieht man jetzt hier ganz schön, gegengleich gearbeitet ist, kann ich die nämlich auch so richtig schön mit vier Elementen zusammensetzen. Und jetzt habe ich so eine richtig schön stabile Tanne. Und die wollen wir jetzt natürlich noch weiter gestalten. Deswegen habe ich jetzt hier einmal mein Flaschenlicht, was eigentlich in Flaschen gehört. Ich würde euch empfehlen, das Ganze mit Heißkleber festzukleben. Ich habe mir jetzt hier einfach so einen Klebepunkt mal genommen, dass ich es euch hier ein bisschen besser demonstrieren kann. Und jetzt können wir nämlich mit der Lichterkette hier einmal nämlich außen rumgehen und haben dann nämlich auch gleich noch eine beleuchtete Tanne. So, ich versuche mich mal zu beeilen, dass ihr das auch gleich das Ergebnis sehen könnt. Also ich lese jetzt gerade, dass viele neu reingekommen sind. Alle, die jetzt neu zuschauen, wir haben heute die zwei Stanzmaschinen im Angebot, haben schon erwähnt, es regnet heute, wirklich Knallerangebote. Ja. Alle, die sich für die Diamond Painting Kalender interessieren, die gibt es auch nochmal mit 50% Rabatt heute und morgen. Da könnt ihr euch auch nochmal drei tolle Designs so sichern. Und wir können jetzt nochmal sehen, was wir alles mit den Stanzschablonen machen können. Genau, das sind jetzt die beiden Versionen. Mhm. Das ist jetzt hier einmal nur mit zwei und das ist jetzt hier einmal mit vier aufgestellt. Ich würde die jetzt gleich einmal nach vorne stellen. Mhm. Und dann können wir hier, während wir das alles hier einmal abfahren, sehen wir dann im Hintergrund auch nochmal die zwei verschiedenen Versionen an Tannen. Also wir können Windlichter damit gestalten, aber auch so richtig schöne Leuchten nochmal. Hier sieht man jetzt einmal die kleine Tanne, die nur mit zwei Elementen besteht. Das hier haben wir auch einmal gezeigt, das ist eine Schneekugel, da ist Schnee innen drin, auch eine tolle Idee. Und hier sehen wir jetzt nochmal die etwas größere Tanne mit ihrem Stamm.
Das stimmt. Also mit den Windlichtern, die wir am Anfang gesehen haben, könnt ihr natürlich auch tolle Kartenauflieger zaubern oder um Boxen nochmal damit zu verzieren, könnt ihr das Ganze gestalten. Also ihr müsst es nicht immer dafür benutzen, wo es eigentlich für da ist. Und das sind diese Einstecktaschen, von denen wir eben gesprochen haben. Die könnt ihr zum Beispiel als Lesezeichen verwenden. Patricia, du liest ja zum Beispiel sehr gerne. Ja. Oder ihr könnt das Ganze verwenden, um Gutscheine oder Kleinigkeiten nochmal zu verschenken. Genau, und ich halte es einfach nochmal hier zu dir nochmal hin. Das ist nämlich auch so eine Kugel mit derselben Technik, wie ich gerade die Tanne gemacht habe. Könnt ihr natürlich auch so eine Kugel gestalten. Wir gucken uns jetzt noch einmal ein paar Möglichkeiten an, wie man das Ganze in der Kartengestaltung verwenden kann. Und ihr könnt natürlich damit zauberhafte Motive zaubern. Die Tanne, die eben Patricia in 3D gebastelt hat, könnt ihr natürlich auch als Kartenaufleger so verwenden. Da gibt es wieder viele, viele Möglichkeiten. Schaut gerne auch mal in unsere Show rein. Da haben wir gezeigt, wie wir aus diesen Stanzschablonen tolle 3D-Elemente zaubern. Das ist nämlich auch eine Stanzschablone, die wir übereinander mit Schaumklebepads aufgeklebt haben und damit dann so einen tollen Effekt zaubern. Und natürlich könnt ihr, wie zum Beispiel die Weihnachtskugeln, die es auch reduziert gibt als Standschablone, zum Beispiel rund ums Jahr verwenden, wenn ihr das Ganze als Hintergrund verwendet. Oder die ganzen Tannen, die wir hatten, meinten wir auch Winterszenen damit zaubern oder Waldszenen damit gestalten. Ihr könnt das als Aufhängung benutzen, denn was ich halt so toll finde beim Stanzen und auch beim Prägen, ist, dass man das Papier verwenden kann, was man gerne möchte. Also in jeder Farbwelt spielen und immer wieder verwenden. Ihr habt eine Stanzschablone und könnt sie immer wieder benutzen. Ja, und das Tolle ist nämlich auch, ihr könnt von 80 Gramm bis 300 Gramm wirklich alles durchstanzen. Es geht zum Beispiel auch 2 mm Moosgummi, könnt ihr natürlich auch damit stanzen. Auch mal klasse aus. Genau, auch Filz, Stoff geht natürlich auch damit. Kommt immer darauf an, was für eine Dicke das ist. Das stimmt. Falls es gleich noch Fragen gibt, gucke ich nochmal in die Kommentare rein. Falls euch nochmal irgendwas offen liegt, ne? Wenn man nochmal sagt, ich traue mich nicht, dann stellt gerne uns jetzt die Fragen, dann beantworten wir die euch. Wenn wir es jetzt in der Show nicht schaffen, machen wir es natürlich nach der Sendung. Wir haben natürlich nicht nur tolle Angebote, sondern auch besondere Bastelideen mitgebracht, die ihr mit den Standschablonen gestalten könnt. Das eine war ja, dass man jetzt 3D-Elemente, Windlichter, Grußkarten, Schneekugeln, Aufhängungen und vieles mehr bauen kann, dass wir 3Ds zaubern können. Aus den Standschablonen. Und diesem Thema widmen wir uns jetzt erneut auf eine andere Art und Weise. Und dafür kommen wir jetzt direkt zu dem nächsten Angebot. Denn hier sind unsere Kraftpapier-Geschenktaschen, Geschenkboxen reduziert. Denn die sind rechteckig und ihr glaubt gar nicht, wie viel in diese Packung drin ist. Denn wir haben hier insgesamt 10 Boxen reduziert. Also das und nochmal das gibt es für 6,97 Euro mit der Artikelnummer 012696. Und damit könnt ihr natürlich was ganz Besonderes gestalten. Das werden wir euch gleich nochmal Schritt für Schritt erklären. Ihr habt diese 10 Boxen, die in dieser tollen Kraftpapieroptik sind, zu der eigentlich alles passt. Ihr habt verschiedene Größen. Wir haben zum Beispiel diese kleinste, die 8,5 cm groß ist, mal 6 cm in der Tiefe. Und ihr habt diese ganz, ganz große Box, die insgesamt 24 mal 17,5 cm hat. Ihr habt immer so eine tolle Tiefe. Und ich glaube, besonders jetzt zur Weihnachtszeit kann man diese Boxen auch super verwenden. Also das fällt mir zum Beispiel oft auf. Da hat man Geschenke oder bestimmte Sachen, die eine, ich sag jetzt mal, keine gerade Form haben, keine geraden Kanten, wo es natürlich immer schwierig ist, das Ganze einzupacken. Da vielleicht nochmal der Tipp, wir haben viele Schleifen oder ihr benutzt Geschenkband, was wir auch bei uns im Shop haben. Macht nochmal die Box richtig schön und könnt das Geschenk so verschenken. Also diese 10 Boxen aus Kraftpapier für 6,97 Euro. Und dann haben wir heute nochmal was für alle, die die 3D-Technik lieben oder so ein bisschen mit Tiefen spielen möchten, unsere Schaumklebepads reduziert. Und das sind ganz besondere Schaumklebepads, und zwar XXL-Schaumklebepads. Das Besondere ist, ihr bekommt hier insgesamt 5 von diesen Schaumklebepads und auf jedem Bogen, und da komme ich mal so einen Schritt näher,
sind insgesamt 9 einzelne dabei. Also ihr könnt die euch auseinanderziehen. Die sind hier schon vorgeschnitten und ihr habt eine Klebekraft einmal hier. Also hier habt ihr einmal eine Klebefläche komplett und auf der Rückseite. Das bedeutet, wenn ihr die aufklebt, könnt ihr hinten sowohl auch vorne schon damit weiterarbeiten. Die haben eine Stärke von, ich glaube, 3 Zentimetern. Schaut mal, wie breit, also wie hoch diese Schaumklebepads sind in diesem tollen Anthrazitton, wodurch das sich richtig schön zurückhält. Und insgesamt habt ihr von diesen 3x3 Zentimeter großen Schaumklebepads in diesem Set 45 Stück. Also 5 von diesen Bogen, wo jeweils 9 drauf sind und dann nochmal das Ganze. Und die sind 50% reduziert. Und wir werden uns jetzt angucken, wie wir Stanzschablonen nochmal verändern können, indem wir 3D-Techniken bauen können, mal höher, mal tiefer. Und wie wir natürlich auch Welten in einzelne Elemente einbauen können, wie zum Beispiel die Boxen, die wir heute haben. Genau, ich habe jetzt aber erstmal noch eine Grußkarte, die ich finde so schon mal sehr, sehr schön aussieht mit der Stanzschablone. Aber wie wir da jetzt zum Beispiel auch nochmal ein 3D draus machen können, würde ich sagen, gucken wir uns von oben einmal nochmal an. Das machen wir. Das Ganze, genau, weil wir sehen hier jetzt schon mal einmal das Motiv. Wir haben hier im Hintergrund einfach mal Tannen in verschiedenen Farben gesetzt und sind jetzt hergegangen und haben das ganze Motiv nochmal ausgestanzt und haben einfach Elemente weggeschnitten, haben jetzt hier die Laterne weggeschnitten mit dem Eichhörnchen und haben das Ganze, ich kippe euch das mal, so jetzt ist es ein bisschen ruhiger, haben das Ganze hier nochmal in 3D aufgesetzt. Das heißt, hier jetzt dieses Schaumklebepad, das hohe einmal, und hier haben wir mit den kleinen nochmal gearbeitet, damit wir so nochmal ein bisschen mehr Tiefe bekommen. Wenn wir das jetzt hier oben nochmal draufsetzen, dann bekommt das Ganze noch mal viel, viel mehr Tiefe, weil wenn ich das jetzt Ganze kippe, dann sehen wir schon, dass das Ganze einfach noch mal dreidimensionaler wird. Das könnt ihr natürlich machen, aber natürlich auch in verschiedenen Versionen. Ihr könnt auch mal mit Farben spielen. Hier haben wir zum Beispiel auch die Tanne genommen, haben das mal mit Spiegelkarton hinterlegt. Die Elfe, ich kippe ihr mal den Flügel so ein bisschen, damit ihr das seht, haben wir auch einmal hinterlegt. Und dann sind wir einfach mal mit einer anderen Farbe drüber gegangen. Das heißt, das Grün blitzt jetzt da noch mal so ein bisschen durch. Und auch hier haben wir wieder diese dicken XL-Schaumklebepads nochmal mit reingearbeitet, weil auch die könnt ihr zum Beispiel noch super zuschneiden mit den einzelnen Elementen. Das wäre jetzt mal so eine Idee, wie wir 3Ds damit gestalten können. So, und jetzt kommt es natürlich zur Box. Das heißt, wir haben hier einmal die Box jetzt vorbereitet, da ist jetzt einmal Spiegelkarton drin, den hat mir Wendy vorbereitet und hat nochmal so ein paar mit Weiß, so ein paar Schneeflocken, wie so ein Schneegestöber hier einmal reingearbeitet. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir das Ganze jetzt einmal hier reinbauen. Das heißt, wir haben uns hier einmal jetzt in Weiß, weil wir wollen eine Schneelandschaft gestalten, haben wir uns das einmal ausgestanzt. Und ihr seht auch hier schon mal wieder, wir haben hier die XL-Schaumklebepads einmal reingearbeitet, um das Ganze so ein bisschen Tiefe zu bekommen. So, und jetzt nehmen wir hier einmal unser Sticky Tape, haben wir hier seitlich dran gegeben, und ich klebe das jetzt hier unten einmal hier oben fest. So. Und jetzt wollen wir das hier so wie so ein Bogen hier einmal reinlaufen lassen. Da bräuchte ich jetzt gleich einmal nochmal den Wabenabroller, den ich weggetan habe. Den bringe ich dir sofort. Genau. Also toll ist ja, dass man diese Schaumklebepads auch zuschneiden kann. Genau. Die haben ja eine bestimmte Größe, aber wir können die immer noch kleiner zuschneiden jeweils. So, weil hier möchte ich jetzt nämlich keine Tiefe haben, deswegen mache ich das jetzt hier einmal mit dem Wabenabroller, weil ich möchte, dass das hier relativ tief hier reingeht. Und jetzt habe ich hier, hat mir Wendy nochmal vorbereitet, die Häuschen, und die möchte ich jetzt aber noch ein bisschen zugeschnitten haben. Das heißt, ich habe hier einmal einen Pad, den habe ich mir einmal schon mal in der Mitte halbiert. Und das kann ich jetzt hier nochmal so ein bisschen mit Abstand hier in den Hintergrund geben. Und das kann ich natürlich jetzt auch hier mit dem Haus nochmal machen, dass ich das hier jetzt noch einmal reinsetze. Das nehme ich jetzt auch wieder flacher. Also ihr könnt da richtig schön jetzt mit den verschiedenen Ebenen nochmal spielen. Und jetzt sehen wir schon, dass wir hier so eine Dreidimensionalität reinbekommen. Wir können hier jetzt natürlich auch nochmal eine Tanne hier einmal reingeben. Das heißt, ich nehme mir jetzt hier einmal wieder ein Pad. Ich hole mir mal kurz noch eine Schere. Heute habe ich irgendwie mein Platz noch nicht so ganz vorbereitet, weil dann kann ich euch das nämlich auch noch zeigen, wie schön einfach das geht, das einfach zu zerschneiden. Sehr gut. Also ich schneide mir hier einfach so ein Stück ab und kann das Ganze dann jetzt hier
schön einmal festkleben, Trägerfolie abziehen. Und ich möchte jetzt hier so eine richtig schöne Tiefe haben. Das heißt, ich mache hier einfach mal zwei übereinander, weil ich jetzt möchte, dass meine Tanne, die ich jetzt hier einmal aufklebe, nochmal so richtig schön hier rauskommt. Jetzt könnte man natürlich die Welt gestalten, wie man das gerne haben möchte. Wir hatten ja auch mal die Möglichkeit, du wirst es ja gleich zeigen, wir haben das Ganze mit der Windradfolie verschlossen. Ich würde sagen, ich switche einmal nach vorne, dann kann ich euch das mal ein bisschen besser zeigen, was ich da jetzt gleich noch reinsetzen werde. So, jetzt seht ihr nämlich mal die ganze Landschaft und ihr könnt jetzt nämlich hier entweder so einen kleinen Schneemann noch mit vorsetzen, weil wir haben ja die Tiefe. Oder ihr könnt jetzt aber auch nochmal einen 3D mit davor setzen. Und damit wir das Ganze jetzt verschließen, nehmt ihr einfach Windradfolie, nutet die hier. Und das könnt ihr jetzt hier einfach oben einmal vorpacken. Das heißt, euch staubt eure Welt dann auch nicht ein. Ihr könnt das vorne einmal abwischen. Habt aber auch die Möglichkeit, wenn ihr das hier seitlich nur mit Klettband oder mit Magnet zumacht, könnt ihr das natürlich dann auch nochmal befestigen. Es gibt ja auch noch mal die Möglichkeit, dass man den Deckel der Box benutzt. Genau. Jetzt hast du natürlich zwei Welten aus einer Box gebaut. Einmal in den Deckel und einmal in die Box an sich. Mhm. Man könnte aber auch, das hatten wir auch mal gemacht, den Deckel zuschneiden und damit noch mal sich so ein Sichtfenster aufbauen. Oder? Genau. Das ist ja auch möglich. Dann könnte man das natürlich auch machen. Das heißt, ihr zeichnet euch innen einmal ein Sichtfenster rein. Mhm. Und könnt dann da Windradfolie vorkleben und habt dann so einen Blick in die Box. Das wäre jetzt hier eine Möglichkeit. Hier könnten wir jetzt zum Beispiel auch noch ein, machen wir es mal auf die Seite, ein Frohe Weihnachten noch mit davor geben auf Transparentpapier. Das wäre jetzt noch eine Möglichkeit, wie wir das Ganze weiter gestalten können. So, und dann haben wir natürlich gesagt, so, ich lasse euch das mal kurz hier vorne stehen. Ich halte das mal. Und switche jetzt einmal kurz meine Boxen. Ah, viele, viele Ideen. Genau, ganz, ganz viele Ideen, weil wir haben nämlich vorhin einmal diese Tanne hier einmal gestaltet. Und diese andere nehmen wir auch nochmal mit dazu. Und ich habe euch ja vorhin einmal gezeigt, wie wir das Ganze aufbauen. Ich kippe euch das hier nochmal. Also auch hier sehen wir jetzt wieder einfach zwei Elemente. Und das könnt ihr jetzt einfach hier vorne vorsetzen. Und habe natürlich dann auch so eine richtig schöne Winterlandschaft. Mhm. Und das können wir natürlich auch noch ein bisschen weiter gestalten. Auch mit Licht das Ganze nochmal. So, und dann baue ich hier mal noch einmal kurz um. Patricia baut um. Ich gucke nochmal in die Kommentare. So. Es wurde zum einen gefragt, ob man die Ersatzplatten von der Papus für die elektrische Kurbelmaschine, also die Stanzfee, verwenden kann. Wichtig, das könnt ihr nicht. Also das sind unterschiedliche Größen, unterschiedliche Stärken, die wir bei den jeweiligen Stanzmaschinen haben. Deswegen die Platten für die Stanzfee und für die Papus sind jeweils getrennt. Dann wurde noch mal gefragt, ob man mit beiden Maschinen stanzen und prägen kann. Ja, kann man. Das könnt ihr, genau. Jo, jetzt muss ich nur gucken, über Kopf arbeiten, das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber wir kriegen es hin. Das wäre hier zum Beispiel noch eine zweite Möglichkeit, wie ihr das Ganze gestalten könnt. Ihr könnt jetzt natürlich statt dem Engel auch hier wieder einfach unseren tollen Schlitten vorne vorsetzen, dass der in seiner Szenerie einmal fährt. Und es könnte natürlich außen nochmal der Leuchtebaum auch nochmal mit. Aber man könnte jetzt natürlich den Deckel hier drunter setzen und dann nochmal so eine Welt davor schaffen. Also man könnte nochmal richtig in die Tiefe gehen. Gar nicht, wo ich jetzt diese Box hingepackt habe, aber theoretisch könnt ihr die hier reinsetzen und von der Größe passt das ja optimal. Genau, das ist eben das Schöne, dass man hier richtig schön spielen kann und ich kann euch vielleicht von oben nochmal, dass wir es ein bisschen besser sehen, hier den Schlitten nochmal zeigen, weil ich finde das nämlich richtig toll, wenn ihr diesen Schlitten habt, einfach den zweimal ausstanzen, einfach das Reh ein Stück nach vorne setzen und hier wieder mit diesen XL Schaumklebepads einfach nochmal arbeiten. Also da könnt ihr so richtig schön spielen und dadurch, dass wir hier eine richtig schöne gerade Kante haben, steht hier natürlich auch wie eine 1. Also das ist richtig klasse. Und Silvana, wenn wir jetzt noch mal switchen, ich weiß, ich bin heute sehr viel vor, zurück, aber ich möchte euch das auch alles zeigen, kann man das natürlich auch jetzt hier schön in die Landschaft mit einbauen. Und wir können es jetzt im Ganzen einmal nehmen und vielleicht einmal von A nach B tragen. Es könnte jetzt hier auch zum Beispiel noch ein Schriftzug hier sein mit Frohe Weihnachten. Also ihr könnt euch da so richtig schöne, kleine, heile Welten und Landschaften gestalten. Weißt du,
Patricia, ich liebe es, wenn wir mitten in der Show nochmal neue Ideen bekommen. Und ich glaube gar nicht, Patricia, bastelt denn, ich bin da schon hinten, renne und hol was und mach das. Und hinten in der Regie lachen die mich schon aus, weil ich dann renne, was hole. Also meine größte Angst ist ja, ich glaube, das wird doch irgendwann passieren, dass ich einmal, wenn wir hier frontal was zeigen, davor einmal kurz langlaufe. Also falls es passiert, es tut mir leid. Also eigentlich müssten wir hier ja mal so eine Kamera im Backstage ja, haben, dass man uns mal sieht, wie wir von links nach rechts laufen und alles ja. so intuitiv alles ja, ist. Weil sobald ich hier auch in der Ecke irgendwas zeige, rennt Patricia schon los. Also es ist immer ein Spektakel, was hier alles eigentlich passiert. Ja. Und es macht aber Spaß. In den Kommentaren habe ich auch schon die schönsten Ideen überhaupt gelesen. Zum Beispiel wurde auch geschrieben, jetzt stand ich schon Jahre, aber diese Idee kannte ich nicht. Also freut uns, euch nochmal neu zu inspirieren, oder? Das ist eben auch das Schöne, dass ihr habt Ideen, wir haben Ideen und das ist immer so, so ein gegenseitiger Austausch, was sehr, sehr schön ist. Ja, und jetzt könnt ihr euch freuen auf eine neue Runde Super Sale und da müssen wir natürlich wieder unser Studio etwas umbauen, damit es direkt losgehen kann. Also ich hoffe, ihr freut euch auf die nächste Runde, wo es dann wieder heißt, ja, unglaubliche Angebote, die natürlich heute und morgen für euch bei uns im Shop aktiv sind. Und wir legen direkt los mit unserem Diamond Painting Stanzbogen, wo ihr insgesamt 5 verschiedene Bogen zu euch nach Hause bekommt. Stanzbogen, die ihr natürlich selber legen könnt und dann einfach entnehmen könnt. Die sind nämlich schon vorgestanzt und dann weiter verbasteln könnt. Alles zum Thema Weihnachten. Hier einmal die schönen Winterdörfer. Patricia zeigt schon, was für Möglichkeiten wir haben. Und wir sehen diese tollen Ideen, die auf diesem Stanzbogen dann sind. Also man kann natürlich damit Karten gestalten, genau. 3D aufbauen auch. Aber natürlich auch Wanddekorationen, also hier auch mal ein Bild, was ihr machen könnt. Mhm. Ich hatte euch vorhin auch gerade den Stern, also auch Tischdekoration könnt ihr super damit machen, aber natürlich auch Geschenktaschen. Also ja. jetzt gerade für Weihnachten so eine Geschenktasche, das ist natürlich, das schmeißt man nicht weg, das hebt man sich auf. Ja, wenn es nicht dieses Weihnachten ist, Weihnachten kommt jedes Jahr wieder, das stimmt. Genau. Und ihr seht bei dem Bogen auch schön, das heißt, ihr habt hier ja. auch gespiegelte Elemente, also ihr könnt auch zum Beispiel Picks euch auch gestalten. Genau, also die Diamond Painting Stanzbogen, das sind insgesamt 2 unterschiedliche Sortierungen mit 50% Rabatt heute und morgen für 11,48 Euro. Wichtig ist, da ist das Werkzeug nicht dabei, ist übrigens aber auch eine super Geschenkidee. Hier geht es direkt weiter mit der nächsten Möglichkeit, Sachen einzupacken. Ja. Und da gebe ich schon mal den Tipp, alle, die kleine Geschenke verschenken möchten oder auch gerne Adventskalender zaubern. Und ich muss immer sagen, wenn ich Schokolade in Adventskalendern habe, ist das immer sehr schwierig, die einzupacken. Da finde ich das immer super, denn hier habt ihr Geschenkboxen in Form von Tannen, so wie wir das hier vorne sehen, reduziert. Und da guckt mal bitte auf den Preis, 1,99 Euro für diese ganzen Stanzbogen insgesamt. 10 Stück von 8,97 Euro und da sind ja immer wieder weitere Elemente, mit denen genau. man weiterarbeiten das heißt, alles, kann. Alles, was ihr hier jetzt auf dieser Tanne seht, könnt ihr ja. natürlich auch drauf geben. Das heißt, ihr habt den Spruch mit dabei, ihr habt die Weihnachtskugeln, ihr habt die Sterne oben mit dabei. Ja. Also auch diese kleinen Motive, alles ist nochmal mit dabei und das sind super kleine, nette Geschenke. So, dann geht es weiter mit der nächsten tollen Aktion. Und hier haben wir Stanzbogen, 3 unterschiedliche Designs für euch zum Thema Wichtel, Wichtelwelten. Ja. Und das sind unsere besonderen Stanzbogen, denn die sind auf der Vorder- sowie auch auf der Rückseite bedruckt, haben eine Grammatur von 800 Gramm. Die haben teilweise, zum Beispiel bei diesen schönen großen Wichteln, nochmal Füße, dass ihr die aufstellen könnt. Das sehen wir hier vorne. Genau, ich habe ihn jetzt einfach mal hingestellt, ohne dass ich meine Hand mit dazu habe. Also die stehen auch super schön durch die tolle Grammatur. Ihr könnt die natürlich auch mit Diamond-Painting-Steinchen belegen. Und dann haben wir natürlich hier auch richtig schöne Fensterdekorationen und Anhänger. Als hätten wir das geprobt, ne? Ja. Also gleichzeitig schon das Motiv gezeigt. Genau, die kann man aufhängen, die könnt ihr in Welten einarbeiten. Ich finde manchmal, wenn man mit Wichteln arbeitet, fällt es einem schwer, kleine Elemente zu finden. Patricia vertüttelt sich da nochmal schön. Ah, guck mal, diese von der Rückseite. Ich finde das auch interessant, ne? Dann gucken die von einem weg.
Das schauen Sie uns nochmal an. Aber das ist eben auch das Schöne, diese Details, dass er wirklich auf der Rückseite nicht nochmal das Gesicht hat, sondern dass dann einfach auch die Rückseite ist. Ich finde das optimal. Wir haben nämlich auch manchmal Bastelarbeiten. Da läuft ein Wichtel die Treppe hoch oder klettert eine Treppe hoch und dann sieht man wirklich, der ist von einem abgewandt und klettert gerade diese Treppe hoch. Also lässt das Ganze nochmal echt wirken. Also die drei unterschiedlichen Stanzbogen mit jeweils 5 Bogen in einer Sortierung. Für 1 Euro, denkt dran, die sind auf der Vorder- sowie auf der Rückseite bedruckt. 800 Gramm Dekokarton habt ihr da. Die sind richtig schön stabil. Die könnt ihr aufstellen. Nur 1 Euro jeweils. So, dann geht's weiter mit den nächsten tollen Aktionen. Und da muss ich sagen, Achtung, Achtung, Achtung. Man sieht hier vorne schon ein bisschen. Wir erklären euch gleich eine tolle Bastelidee, was wir mit diesen Kugeln gestalten können. Die Deko-Kugeln gibt es für 4,98 Euro. Die Artikelnummer sehen wir eingeblendet. Und in diesem Set gibt es insgesamt 25 transparente Kugeln, wodurch wir gleich natürlich auch mit Licht spielen können. Ja. Ihr habt nicht nur die 25 Kugeln, sondern auch 25 von den Holzstäbchen, so wie wir das hier sehen können, damit ihr die bemalen, tauchen könnt ohne Probleme. Und dazu gibt es dann nochmal die Ösen, falls ihr damit Weihnachtskugeln gestalten möchtet und das Ganze aufhängen wollt. Also dieses tolle Set mit den 25 transparenten Kugeln, und ich gebe mal schon mal so einen kleinen Einblick, was wir damit gleich machen, gibt es für 4,98 Euro. So, jetzt kommt der letzte Artikel in diesem tollen Super Sale, und das sind 2 besondere Tauchfarben, die wir extra für euch ausgesucht haben, die reduziert sind auf 5,98 Euro. Und da habt ihr einmal die Farbe Elfenbein und diese tolle Farbglanzoptik, die transparent ist mit diesen Glitzerpartikeln, die ihr verwenden könnt. Also das eine, wenn ihr zum Beispiel mit Licht arbeiten möchtet, und das andere, wenn ihr deckend arbeiten möchtet. Und das sind Farben, also die ist zum Beispiel total edel, die kann man rund ums Jahr benutzen. Ein Tipp, wenn ihr schon mal vorarbeitet für die Osterzeit, auch für Ostereier, super geeignet, beides. Deswegen haben wir uns auch für die Farben bewusst entschieden. Ja. Und wer unsere Premium-Tauchfarben noch nicht kennt, da können wir nur sagen, ihr könnt das Ganze eintauchen, vielleicht zeigen wir euch das ganz kurz nochmal. Und dann habt ihr einen Streifen- und Läuferfreies Element, je nachdem, was man taucht. Zum Beispiel die Kugel ohne Pinselstriche zu haben. Das lässt ihr dann trocknen, und dann habt ihr so tolle Farbglanzeffekte, ohne wirklich einen großen Aufwand zu betreiben. Wie gesagt, die 2 Farben reduziert auf 5,98 Euro. Das war unser Super Sale. Schaut gerne nochmal bei uns im Shop rein, falls ihr euch den einen oder anderen Artikel gerne sichern möchtet oder nochmal gucken möchtet, was da alles mit bei war. So, und jetzt gibt es noch eine tolle letzte Idee, bevor wir zum Ende der Sendung kommen. Und ich weiß, Patricia ist jetzt noch fleißig am Vorbereiten. Denn jetzt wird gebastelt. Und zwar mit den Artikeln aus dem Super Sale. Und ich stehe hier schon alleine, weil Patricia erstmal alles herholen muss. Und wer hier vorne vielleicht sieht, erkennt schon mal, in welche Richtung das geht. Und das haben wir alles aus den Weihnachtskugeln gestaltet. Also eigentlich sind es ja auch keine Weihnachtskugeln. Es sind Dekokugeln, aus denen ihr Weihnachtskugeln zaubern könnt, könnt aber noch viel, viel mehr damit machen. Und das Besondere ist wirklich, das Besondere ist wirklich, dass wir 25 Kugeln haben, damit wir solche Elemente auch zaubern können. Wie ihr da hinkommt, was ihr damit machen könnt und was für eine tolle, sensationelle Deko daraus entsteht, erklären wir euch jetzt Schritt für Schritt. Ich tue das einmal beiseite, damit wir von Anfang an noch mal gucken können, wie passiert das Ganze. Genau, ich habe nämlich hier mal meine Prototypen noch, weil ich musste natürlich auch so ein bisschen tüfteln, wie funktioniert das. Weil wir hatten eine Idee, und das war nur so, klappt das überhaupt? Und deswegen habe ich die hier einfach mal euch auch meine Prototypen mitgebracht, weil das ist nämlich das Tolle. Ihr nehmt euch nämlich einfach die Kugeln, taucht die, wenn ihr sie in Farbe haben wollt. Ihr könnt sie aber natürlich auch in Transparent haben. Und dann habe ich jetzt hier immer so eine Fünferblüte mir. Blüte mir zusammen gemacht. Ihr könnt das natürlich auch erweitern. Ihr könnt das auch als Sechserblume machen oder noch mehr, je nachdem, wie ihr es haben möchtet. Und jetzt könnt ihr die aufsetzen. Das heißt, entweder ihr setzt die jetzt
Kugel über Kugel. Könnt ihr natürlich machen und ihr könnt das natürlich so hoch staffeln, wie ihr möchtet. Oder, was ich auch toll finde, ihr lasst die einfach einrasten. Das heißt, immer so leicht versetzt. Und ihr könnt das natürlich auch beliebig erweitern. Das heißt, hier habe ich das Ganze jetzt einfach mal, meine Zweierkombi, mal übereinander gesetzt. Das heißt, das sind jetzt 6 von diesen Blüten, sage ich jetzt mal, übereinander. Und ihr könnt jetzt wirklich spielen. Wie möchte ich es haben? Möchte ich das mit Licht haben? Nehme ich zum Beispiel eine Lichterkette nochmal mit rein? Mhm. Oder ich möchte das Ganze jetzt als Blumenvase haben. Dann kann ich hier auch eine Vase reintun. Ja. Oder ihr nehmt Upcycling zum Beispiel, wenn ihr jetzt noch, da war es weg, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Glas habt, könnt ihr das auch um das Glas rumkleben. Das wäre jetzt auch eine Möglichkeit. Und dann haben wir gesagt, okay, wir möchten das Ganze jetzt auch noch viereckig mal haben. Auch das könnt ihr natürlich erweitern. Mhm. Also wir sind jetzt immer mal 3 gegangen. Ihr könnt das natürlich auch auf 4 erweitern, je nachdem, wie ihr möchtet. Und auch hier gibt es verschiedene Versionen. Das heißt, ihr könnt die jetzt wieder einfach so übereinander stapeln, was ich schon sehr, sehr schön finde. Oder ihr dreht das Ganze ein. Das wäre, genau, dann sieht man das hier nochmal in Farbe. Oder ihr dreht das ein. Und dann ist mir was passiert, was ich total witzig fand. Ich wollte es Silvana zeigen, weil ich dachte, hey, guck mal hier, ich habe die Idee fertig, wie findest du das? Und dann musste ich es von A nach B tragen und dann sind die mir einfach so seitlich einmal weggepurzelt. Und dachte ich, das sieht total genial aus. Und auch das könnt ihr weiterarbeiten. Das heißt, ihr könnt jetzt auch hier wieder in die entgegengesetzte Richtung wandern, das Ganze. Dann würde ich es natürlich verkleben. Also ihr könnt da richtig spielen mit. Dann hab ich angefangen, so richtig so, okay, wir können das natürlich auch aufstellen. Oh, da könnte jetzt auch ein Bild drin sein zum Beispiel. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Oder ihr kombiniert das Ganze, dass ihr eine Blüte nehmt und dann nochmal das Zweig nochmal mit dazu. Mhm. Also ihr könnt hier richtig schön spielen. Also am schönsten finde ich eigentlich die Idee. Aber ich wollte euch das jetzt hier auch nochmal zeigen. Ihr könnt euch da natürlich auch super schön eine Leuchte damit machen, indem ihr zum Beispiel hier so ein Flammenlicht reinsetzt oder das Ganze auch hier wieder in der gedrehten Version. Mhm. Oder ihr nehmt eine Lichterkette rein. Ja. Ich switch nochmal kurz raus. Ja, Patricia läuft raus. Vergessen. Wir sehen zwar nochmal die 2 Möglichkeiten. Übrigens könnt ihr die Kugeln ja, je mehr Kugeln ihr dazu nimmt, den Umfang immer größer gestalten. Wenn ihr sagt, ich möchte das hier mitmachen, also mit unserem tollen Podest, entweder draufsetzen oder ihr arbeitet noch mal ein bisschen größer und sagt, ich nehme noch eine Kugel dazu und dann wird der Umfang direkt größer. So, jetzt lasse ich dich mal noch mal. Genau, wir können das Ganze natürlich auch so machen. Dann habt ihr jetzt hier zum Beispiel eine klare Leuchte oder das Ganze natürlich auch noch mal in Elfenbein. Auch das ist eine super schöne Möglichkeit, wie ihr das weitergestalten könnt. Das Ganze geht natürlich auch mit dem Quadratischen. Also auch das könnt ihr natürlich so beleuchten und habt dann eben die Möglichkeit, das Ganze auszuleuchten oder ihr benutzt es halt einfach als Vase. Ja, also ich habe viel in den Dekohäusern gesehen, dass mit diesen Bubbles, so nennen die ja alle, unterschiedliche Deko-Elemente gezaubert worden sind. Wir haben schon überlegt, man könnte das um eine Flasche legen und dann eine ganz tolle Leuchte oder eine Lampe damit. Wir haben ja auch Lampenschirme, das dafür verwenden. Man kann es als Vase, also einfach ein altes Glas upcyclen und dann verwenden. Genau, ihr könnt jetzt auch natürlich auch hier rum, ich habe jetzt nur keinen Heizkleber da, das heißt, ich lege es jetzt einfach nur mal rum. Ihr könnt hier natürlich auch genauso einfach um dieses Leuchte drumherum arbeiten. Dementsprechend größer wird das Ganze halt. Man kann ja auch immer nach oben hin immer weniger kugeln, dann wird es ein bisschen spitzer. Ganz viele Varianten und diese super moderne Bubble-Effekt, sei es jetzt einmal beleuchtet oder auch nicht beleuchtet, könnt ihr mit diesen Kugeln so leicht und so günstig nachgestalten. Ja. Das ist eigentlich sensationell. Wie gesagt, ich finde immer noch am genialsten, wenn die dann einfach hier so seitlich weglaufen. Finde ich tatsächlich wirklich witzig, oder? Also ich liebe, dass beim Basteln durch Zufall dann die tollsten Sachen entstehen. Ja. Ihr könnt natürlich auch jetzt hier wieder in die andere Richtung gehen. Also das geht natürlich auch. Also Variation über Variation. Ich glaube, wir könnten jetzt noch eine Stunde spielen, wie wir es noch machen können. Und je mehr man davon hat, desto mehr kann man machen. Und hier ist wirklich das Tolle, man hat 25 Kugeln, mit denen man dann verschieden gestalten kann. Genau. Und die sind beide, also die hier tatsächlich habe ich hier ja noch ein paar über. Das ist tatsächlich aus einer Packung und das ist aus einer Packung. Also ihr könnt, je nachdem, was ihr haben möchtet, möchtet ihr zum Beispiel die Runde nachgestalten, bräuchtet ihr eine Packung noch nicht mal, weil das sind jetzt zum Beispiel hier 15 Kugeln, ihr habt hier noch einiges. Ja. Und bei dem viereckigen ist es jetzt tatsächlich eine komplette Packung, da war eine Kugel über. Ja, also Weihnachtskugeln und
Deko fürs ganze Jahr könnt ihr damit machen. Wir gucken jetzt einmal in die Termine, denn wir sind schon am Ende der Sendung. Was uns erwartet, denn wir haben am Mittwoch, ich glaube, das ist der letzte Bastelclub in diesem Jahr, oder? Genau, das ist der letzte Bastelclub. Ja, den gibt es nochmal von 15 bis 16 Uhr. Und nächste Woche Montag sind wir ja auch wieder dabei um 14 Uhr. Da freut ihr euch, da könnt ihr euch noch mal auf eine letzte Live-Show leider in diesem Jahr freuen. Denn danach gehen wir in die Winterpause und machen erst nächstes Jahr wieder weiter. Hier sind noch mal unsere Standschablonen mit 50% Rabatt. Insgesamt 20 verschiedene, die ihr nicht nur für die Weihnachtszeit, sondern auch rund ums Jahr verwenden könnt. Schaut da gerne rein. Wenn ihr euch noch mal schön eindecken möchtet mit Standschablonen, könnt ihr das jetzt gerne machen oder die auch verschenken. Mhm. Das waren unsere tollen Angebote zum Thema Stanzen mit den Stanzmaschinen. Die sehen wir gleich auch noch mal. Und auch denkt dran mit unseren tollen Kalendern. Ja. Vielleicht können wir gleich noch einmal drauf schauen. Wenn ich die Kamerafrau bitten darf, noch mal so ein bisschen rauszufahren, dass wir hier noch mal die tollen Kalender sehen können. Dankeschön. Genau, und die, wie gesagt, nicht nur für das Jahr 2024, sondern auch für 2025. Ja, und danach könnt ihr sie sogar noch weiterverwenden, wenn ihr den Bereich mit dem Datum rausnimmt. Genau. Also ein super Angebot, noch mal unsere Empfehlung. Es hat wieder riesen Spaß gemacht. Das ist verrückt, wie schnell man immer zum Ende der Sendung schon kommt und man hat so viele Ideen, Inspirationen nochmal jetzt hier gewonnen, oder? Ja. Deswegen nochmal danke für die tollen Kommentare. Wir werden natürlich im Nachgang nochmal alles beantworten, was wir jetzt nicht geschafft haben. Eine Aufgabe haben wir noch. Dann verabschieden wir euch. Bis nächste Woche. Und gewonnen hat heute bei unserer tollen Standschablonen-Show. Lesen wir es gemeinsam vor? Ja. Sehr schön. Gewonnen hat Angelika Kalt. Yay. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit deinem Überraschungspaket rund ums Thema Stanzen und Stanzschablonen. Wir sagen bis nächste Woche Montag um 14 Uhr und freuen uns auf euch ein letztes Mal in diesem Jahr. Also unbedingt einschalten und wünschen euch schon mal einen dritten Advent. Einen schönen dritten Advent, ja. Und sagen bis nächste Woche. Tschüss.